Alles klar, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Wipe-Fight. In meinem Team Potrot, Frost, Daddy, Kecleon, Expert, Grabbit und Ampharos gegen Banette, Dragoran, Skorgro, Lamus, Kwaiutsu und Blitzer. Bevor ich noch losrede hier, legen wir gleich los. Da. Black Screen, yes. Süter will mit dir kämpfen. Der Kampf ist 2 Tage her, deswegen bin ich mir ganz sicher, was ich jetzt getan habe. Jedenfalls beginnt das Matchup mit meinem Potrot gegen einen Blitzer. Und da wechselt sie erstmal aus, oder eher. Es kann natürlich auch sein, dass sie eher ein Mädchen Charakter benutzt, wie ich halt. Und ich mache halt mit Moldi meinen Potrot. Ich habe 2 Potrots. Moldi ist mein Klebenetznutzer. Erstmal Klebenetz, denn, ich habe mit dem Wechsel einfach schon gedacht, also mit Voltwechsel. Das Video hat doch mehr Schaden gemacht, als ich dachte, und deswegen ist das Toxin ist auch eher Verschwendung gewesen. Allerdings halt auf einem Lamus, das halt wahrscheinlich Belebekraft haben wird, ist es ganz nett, wenn man es doch ein bisschen schaden kann. Jedenfalls wechsle ich den raus, denn ich möchte Potrot noch nicht verlieren. Und da kommt jetzt mal L'Oreal in den Kampf, mein Ampharos. Yay! Und da kommt jetzt wieder ein Siederwasser. Und da weiß ich sicher, dass Ampharos das Ding mal gut einstecken wird. Tat es auch wenn es ein Volltreffer war, der es unnötig war. Da hat sich wieder Überreste hoch und zum Glück macht das gibt ihm mehr Schaden, deswegen bin ich zufrieden. Ich glaube, jetzt habe ich auch mit dem Wechsel predicted, da er auch einen Blitzer dabei hat und einen Skorgro. Naja, ganz im Ernst, ich bin nicht komplett doof. Ich mache erstmal meine Mega, damit eventuell das Siegelwasser, was noch drin bleiben würde, weniger Schaden machen würde, genau das Flammenwurf, oder Feuersturm etc. Und Überbrückung wirkt, das ist gegen Skorgro eher nutzlos. Jetzt kommt die Agilität. Und ich wollte eigentlich den Drachenputz drücken, aber ich war mir halt nicht sicher, ob es sich lohnen würde. Und naja, gegen Skorgro, das wahrscheinlich einen Drachenpuls überleben könnte, möchte ich nicht drin bleiben, deswegen wechsle ich auf meine Lady Crash und das Erdbeben, das habe ich vorher gesehen, deswegen X-Bart. Und ich muss echt sagen, X-Bart ist echt verdammt riesig. Das hätte ich nicht erwartet. Blitzer kommt in den Kampf rein und da war mir klar, nicht nett. Ich mag Blitzer nicht. Dank dem Klebenetz bin ich auch schneller mit Kehrtwende und kann schnell auswechseln. Und ich bin nämlich auch gut Schaden davon. Und jetzt wechsle ich, glaube ich, auf Babs Bunny. Ja, Babs Bunny, mein Grabbit. Mein kleines Grabbit. Und da wird auch, ich wollte los sagen, warum immer, Blitzer zurückgewechselt und da kommt Lamus. Yay. Klebenetz wird noch langsamer. Juhu. Und dann nutze ich meine Agilität, weil ich dachte mir so, ja komm, er wird nicht wechseln und du willst nicht was angreifen, weil wie gesagt, er hat einige Pokémon dabei, von denen ich ein bisschen Angst habe, darunter auch Lamus. Dann kommt der Stromstoß, der viel Schaden macht, aber nicht genug, da Lamus eine verdammt frische Wall ist und das Siedewasser tut weh, denn mein Babs Bunny ist jetzt nicht gerade so defensiv stark, eher offensiv. Und da geht mein Krabbit leider auch schon down. Leider. Und es heilt sich ein bisschen. Yay. Und wenn es auswechselt, hat er sich immer wieder um 30% seiner AP. Yay. Da freue ich mich immer wieder darüber, Belamus. Muss man wieder meine Lady Crash in den Kampf. Und da wird mal wieder Lamus zurückgerufen, was mir erstmal nicht gefällt, denn ich muss unbedingt finishen. Und dann kommt es mal sein Dragoran in den Kampf. Und ich dachte mir so, kommt mir eigentlich gelegen, denn ich kann ja. Die Kehrtwende ging erst danach, nachdem er ausgewechselt hat, deswegen habe ich erstmal seine Multischuppe vernichtet, womit ein Eisstrahl von meinem Frost Daddy ausreicht mit, aber ich wechsle den noch auf Moldi aus. Weil ich einfach gehofft habe, dass er jetzt den Drachentanz macht und ich ihn zugaben kann. Allerdings. Gut, ich muss auch sagen, ich muss sagen, Moldi war momentan auch eher so ein Opfer zum Predicten. Und ich weiß, dass Yuki auf jeden Fall einen Schlag aushalten wird dank dem Fokusgurt. Zum Glück war ich noch schneller, was, denke ich mal, nicht schwer war, weil ich glaube, Frost Daddy ist, also man ist auf jeden Fall scheu. Und deswegen ist es auch schneller gewesen. Da kommt noch Greninja in den Kampf. Das ist mal gelangsamt wird. Und jetzt mal das Stachler von mir. Weil ich einfach mal predicted habe, dass er jetzt angreifen wird. Und, naja, er kann mich nicht finishen. Denn Siederwasser. Aber zu meinem Pech kam natürlich die Verbrennung. Und der Lebenaufschaden auf dem Greninja war mir egal. Ich wollte ihn echt einfach mit Abgangspunkt mitziehen, denn ich habe nichts mehr gehabt, dass ich das Kyuzu aufhalten kann.
Gut, ich habe L'Oreal, aber das Ding kann Eisstrahl und naja, ganz im Ernst, auch mit Klebenetz. Ampfrost ist nicht schneller als das Ding und deswegen, doch der Eisstrahl ist extrem weh. Da war ich ein bisschen, da muss ich sagen, da waren die Hex echt gegen mich. Das mit der Verbrennung hätte echt nicht sein müssen. Naja, Ampfrost geht down und meine Hoffnungen gehen langsam auch zunichte, denn ich habe nicht mehr viele kampfwütige Pokémon. Jetzt kommt jetzt mal schon in den Kampf. Mein Offensivwesten Kecleon, also mein Wandlungsmut beherrscht, Kampf der Ninjas. So, die Schlag, der ganz akzeptabel Schaden macht. Und dann kommt sein Eisstrahl, der war recht niedlich, weil, wie gesagt, Kecleon mit maximaler Spitz. Nee, nicht. Mit. Nee, es ist ein hartes Wesen, aber naja. Jetzt kommt jetzt mal ein Schattenstoß. Plop. Der dann prompt ausreichen wird. Und naja, das Problem ist, er hat halt immer noch genug Pokémon, die mein Kecleon aufhalten können, wie zum Beispiel dieses Ding hier. Denn ja, Skorko hat eine recht gute physische Defensive und ich denke mal sie spielt jetzt auch defensiv, wie man gerade sehen kann. Und naja, der Schaden von meinem Kecleon ist auch ziemlich niedlich und es wird wahrscheinlich nicht reichen, um es irgendwie zu vernichten. Ich mache mal einen Tiefschlag, weil ich eventuell in der Erdbeere vorher gesehen habe, aber dann kommt der Delegator. Und ich dachte mir so, okay, ist nicht schön, also ich denke, der Stallkampf wird wahrscheinlich Skorgo gewinnen. Daher kommt jetzt auch dieser Move. Ich habe den Kampf aufgegeben, denn ich hatte noch X-Bad und Kecleon und beide hätten dieses Skorgo nicht vernichten können, während er noch Banette hätte. Also voll mit vollen AP. Lamos hatte und einen Blitzer und naja, ich weiß, wann man aufgeben sollte und das war ein ganz guter Zeitpunkt, wie ich fand. Und ja, das muss man sagen, war teils schlecht gespielt von mir, auch wenn das Quajutsu mich ein bisschen abgefuckt hat mit diesem blöden Eisstrahl. Siedewasser mit der Verbrennung. Kann man nichts machen. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim neuen Kampf, der hoffentlich ein bisschen spannender wird. Und ja, danke fürs Kommentieren, Bewerten und Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.